So, jetzt dann nochmal herzliches Willkommen an alle, die nur die Aufnahme hören. Ich möchte diesmal jetzt nicht mit dem Theorie-Input starten, sondern schauen wir zuerst einmal die Aufgabenstellung rein, dass man dann auch dementsprechend, wenn wir dann die Folien durchgehen, vielleicht schon ein bisschen mitdenken kann, was brauche ich denn jetzt wirklich für die Ausarbeitung und wie kann ich jetzt die Sachen, die da vorgestellt werden, dann zu Hause einsetzen. So, jetzt kommt die nächste schicksalsschwangere Frage. Kann man das auch lesen hinten? Wunderbar. So, erster Arbeitsbereich dreht sich jetzt um den Begriff Computernetzwerke. Ich glaube, ihr habt schon mal einen Großteil vom Vorlesungsinhalt für die Leute, die in der Vorlesung drin sind, gehört. Ein bisschen was ist noch offen. Da werden wir auch heute ein Stück weit vorgreifen für den Mittwoch. Sollte aber grundsätzlich kein Problem sein. So, es gibt drei Aufgaben, die eigentlich vom Aufwand, ich hoffe, relativ überschaubar sein sollten. Und die erste dreht sich um die ganze Technik hinter dem Subnetting. Wir beschäftigen uns da jetzt noch bei der Ausarbeitung, weil es gerade das Subnetting da relevant ist, mit der IPv4. Und das Ziel ist da eben, dass die Studierenden, also ihr, lernt, wie kann ich denn überhaupt so ein Subnetz einrichten, was sind die wichtigen Begriffe dahinter und wie kann ich eben mein Verständnis der Begrifflichkeiten nutzen, um Angaben zu interpretieren oder Einstellungen selber durchzuführen. Wir werden uns da auch diese CIDR oder CIDR Notation anschauen. Gibt es dann auch einen Input von mir zu den Folien, falls das kein Begriff ist, weil ich glaube, das ist in der Vorlesung zwar erwähnt, aber nicht behandelt worden, aber ist einfach in der Praxis eine relevante Notation oder ein relevantes System, was da hinzugekommen ist, was man sich durchaus ansehen sollte. Vorkenntnisse, ja, man sollte sich ungefähr mit den Inhalten aus dem Vorlesungsskript, das auch für die Leute, die vielleicht nur die Übung machen, die in der Lehrplattform verfügbar ist, alles zum Internetprotokoll in der Version 4 mal verinnerlicht haben und ungefähr die Komponenten wissen, was da drin ist und wie das Ganze zusammenspielt. Gut. Was dann beim ersten Beispiel? Wir schauen uns eben, wie gesagt, diese Notation an und schauen uns an, was sagt uns denn eigentlich dieses 123 /27228. Und aus dem kann man dann, wenn man dann später vor einiges ablesen. Und dass man das ein bisschen übt und ins Gefühl kriegt, wieso das so ist, kann man bitte dann diese folgenden drei Punkte beantworten. Die Anzahl der validen Subnetze, die durch diese in dieser Notation angegebene Netzwerkmaske entstehen, die Anzahl der Hosts per Subnetz, die ich in diesem Subnetz, was ich durch diese Netzwerkmaske erzeuge, da einfügen kann und generell einmal der Bereich des Netzwerks und da bitte aufpassen, vom ersten Host bis zum letzten Host und dann noch zusätzlich die Broadcast-Adresse. Wenn man das, glaube ich, durchschaut hat, wie das Ganze funktioniert mit der Notation, sollte das alles kein Problem sein. Und wir haben natürlich, wie gesagt, da ein bisschen Unterstützung in den Unterlagen. Die 1.2-Frage ist ein bisschen eine Verständnisfrage. Und begründen Sie, warum Sie ein Class-C-Netzwerk, keine Subnetzmaske mit der CIDR-Notation /23 geben kann. Das ist im Prinzip, wenn man es verstanden hat, ein Satz zum Hinschreiben. Was ist in der Abgabe verlangt? Bitte, wenn ich da jetzt was zum Umrechnen habe oder irgendwas zum Illustrieren habe, vielleicht muss ich die Notation irgendwie umrechnen, um das zu veranschaulichen oder drauf zu kommen. Dann diese Berechnungsschritte, dass man die dokumentiert und logischerweise das Ergebnis auch festhält für die einzelnen Punkte. Plus, man möchte dann für die 1-2-Frage einfach eine textuelle Antwort geben. Selbstkorrektur, wer das möchte, es gibt im Internet 1000 verschiedene Rechner, wo ich die Notationen umrechnen kann, wo ich mir auch Subnetzmasks berechnen lassen kann und so weiter und so fort. Das kann man dann natürlich als Werkzeug zur Selbstkontrolle verwenden. Trotzdem bitte hier in der Abgabe diese Berechnungsschritte wieder einbeziehen, dass ihr zumindest seht, ihr habt es mitgedacht und nicht nur alles von diesem Online-Ding abgeschrieben. Die Aufgabe 1, 2 und 1, 3 werden sich dann generell mit Übertragungswegen beschäftigen
aber auf verschiedenen Layers, die angeordnet sind. Beim ersten bleiben wir eigentlich noch im Internetprotokoll und schauen uns das Thema der Paketfragmentierung an. Ich glaube, das ist auch schon in der Vorlesung behandelt worden und durchdiskutiert worden. Und da geht es einfach darum, dass ich auch wieder mal als Grundlage verstanden habe, wie geht denn eigentlich das Internetprotokoll, das brauche ich als Ausgangsbasis. Und das Ziel der Übung ist, wirklich nachvollziehen zu können, wie sich die Verwendung zum Beispiel unterschiedliche Übertragungswege bei einem Link dann auf die Aufteilung eines IP-Pakets auswirken kann und welche Veränderungen das bewirkt. Sprich, das haben wir dann auf der Ebene des IP-Datenpakets, schauen uns auch vielleicht die Veränderungen im Header an und die Aufteilungen, die durch etwaige Übertragungskanäle notwendig werden, wie sich die eben auf dieses Datenpaket auswirken. Da haben wir wieder das Problem, wir haben ein relativ großes IP-Paket, nämlich da von der Größe 4025 und wollen es über einen Link schicken, der eben diese Größe nicht handeln kann. Ist im IPv4 so vorgesehen, aber es sind hier ein paar Adaptionsschritte notwendig und das gilt es eben hier wieder ein bisschen manuell aller Schreibtischübung durchzuexerzieren, ist jetzt da sehr überschaulich und bietet uns folgende Sache festhalten. Natürlich, weil das Fragmentierung heißt, das wird notwendig sein, muss das IP-Paket irgendwie aufteilen, hat aber dann Einfluss auf die folgenden Punkte. Wir schauen uns dann, wie gesagt, in den Header rein, was ist denn die Gesamtzahl der Bytes der einzelnen Pakete, die da entstehen, wie verändert sich denn eigentlich der Header in seiner Größe, also bitte die Anzahl der Header-Bytes angeben, was hat es mit diesem ominösen Fragment Flag auf sich, wie wird das dann gesetzt, da gibt es dann einmal im IP hier diesen Fragment Offset und eine Fragment ID, die da entsteht, und das schauen wir uns dann einfach mal an und spielen das einmal durch. Da werden jetzt nicht recht viele Pakete rauskommen, aber man hat es einmal wirklich manuell durchexerziert, was hoffentlich auch zum Verständnis beiträgt. Genau, Dokumentation habe ich schon angesprochen, einfach die einzelnen Veränderungen bitte mit dokumentieren und auch die Teile vom Header, die da aufgelistet sind. Ich brauche also nicht, dass man alle Header-Attribute da runterdekliniert. Genau, Selbstkorrektur ist da ein bisschen schwieriger, aber es gibt ein relativ detailliertes Beispiel auch im Skriptum oder man findet hier auch genug Materialien, auch gute Schulungsmaterialien im Internet, wo verschiedene Beispiele vielleicht mit ein bisschen anderen Werten durchgeführt werden. Da kann man dann auch schauen, passt mein Vorgehen, wie das da herangegangen bin, eigentlich mit dem, wie das dort vorgeschlagen ist, überein. Und wenn das passt, dann bin ich schon mal gut auf dem sicheren Weg. Außer ich habe mich vielleicht einmal verrechnet beim Plus- oder Minusrechnen. Passt, war ja fast drüber. 1.3 ist auch die letzte Aufgabe. Geht es jetzt um die Segmentierung im TCP, ähnliche Aufgabenstellung wie bei 1.2, nur wie gesagt, auf einer höheren Ebene ist gedanklich im ISO-OSI-Modell. Und bitte korrigiert es mich, glaube TCP ist jetzt zwar schon in den Vorbereitungen zur Vorlesung drinnen, im Präsenztermin aber erst kommenden Mittwoch. Und wer die Videos schon geschaut? Ist TCP drinnen, oder? Passt. Also, da werde ich jetzt auch noch nicht so in die Tiefe greifen, weil ich den Theorie-Input vom Stefan da jetzt nicht vorgreifen will. Möchte da euch noch ein paar Unterlagen geben, was auch veranschaulicht, was da passiert. Gut, warten wir eigentlich durch. Aufgabenstellung ist gleich eigentlich wie die anderen, nur auf andere Ebenen. Möchte ich aber dann in der Folie dann näher dazu eingehen. Gibt es konkret jetzt einmal Fragen zu den Aufgabenstellungen? Scheint es klar? Wer nochmal reinschauen will, es sollten sowohl Foliensätze als auch die Aufgabenstellung bereits in der Lernplattform verfügbar sein. Das heißt, man kann da gerne noch nachlesen. Gibt es da jetzt konkrete Fragen? Sonst schaue ich ins Inhaltliche rein. Passt.